Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns heute hier im großen Tempel der Tanzkunst. Und zwar in den Studios der Dance Arts. Und ich darf begrüßen eine der größten Tänzerinnen, Choreografinnen, Lehrerinnen des Balletttanzes, Simona Noja. Was hat Sie zum Ballett gebracht und wie haben Sie begonnen? Ja, ich war Gymnastin zuerst. Meine Eltern haben einfach gedacht, dass es ist besser für mich, dass ich nicht in diese Leistungssportrichtung gehe. Und sie haben mich dann zum Ballett gebracht. Damals haben sie nicht gedacht, dass ich werde Leistungs sozusagen Kunst machen. Und ich muss gestehen, dass vom Gymnastik zum Ballett war ziemlich schwierig. Ich war gewohnt, Flickflacks zu machen und doppelte Saltos und eine andere Dynamik. Und auf einmal komme ich in eine Fine Art Bewegung, was Kunst ist, was mir auf einer Seite sehr gut gefallen hat. Andererseits war ein bisschen langweilig, diese ganzen Anfangsübungen im Ballett, ja, sind gewöhnungsbedürftig. Dann bin ich erste Solotänzerin geworden. Sie haben auf allen großen Bühnen der Welt getanzt und natürlich auch Ihre Zeit in der Wiener Staatsoper ist uns allen bekannt. Was sind Ihre Lieblingspartien? Oh, das ist so eine schwierige Frage. Können Sie mir auch eine einfachere Frage stellen? Man investiert Liebe und Leidenschaft und Recherche. Sehr oft die Erfolge, die nach außen als Erfolge klingen, sind wahrscheinlich sicher auch innerlich, aber es gibt auch andere Erfolge, die sehr intim sind, sehr persönlich sind und das Publikum kriegt sie nicht mit. Ja, also was ich jetzt höre ist, Ihre Lieblingsrolle ist genau die, die Sie im Moment tanzen. Ja, Sie haben das auf den Punkt gebracht. Gut. Ja, jetzt haben Sie aber nicht nur selbst als prima Ballerina gearbeitet, sondern Sie haben auch eine ganz große, wichtige Schule etabliert und installiert. Ja, man muss sich vorstellen, man tanzt 20 Jahre, über 20 Jahre eigentlich als erste Solotänzerin. Man reist sehr viel, man tanzt mit berühmten Partnern, man arbeitet mit berühmten Choreografen. Und dann irgendwann, man hat das Gefühl, ich bin dankbar eigentlich dafür, für was ich bis jetzt geschafft habe. Wie geht's weiter? Ich war zum Beispiel in Auditorio Nacional, Mexiko. Jeder, der Mexico City kennt, weiß, dass jetzt das befindet sich eine ganz hohe Altitude. Das ist jetzt über 2000 Meter hoch. Man tanzt dort mehr oder weniger mit Masken, also Sauerstoffmasken. Und ich habe die Produktion von Burmeister getanzt und das war dritter Akt. Und dritter Akt nach der fantastischen Coda, 10.000 Leute stehen auf und applaudieren. Und dieses Gefühl, muss ich gestehen, wo 10.000 Leute auf einmal applaudieren, es ist so wie eine Orgel. Ja, es ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Dort habe ich mir gedacht, es wäre fantastisch, so meine Karriere zu beenden. Und da haben Sie sich entschlossen, jetzt Ihr gesamtes Wissen, Ihr gesamtes Können auch anderen, jüngeren Tänzern und Tänzerinnen weiterzugeben. Genau so war das. Ich denke, dass das eine ganz große Bereicherung für die Wiener Szene ist, so eine Schule in Wien zu haben. Abgesehen davon, dass ich gern für Ihre Balletttruppe auch eine Musik beisteuern würde einmal. Was sind Ihre Visionen in der Zukunft? Ich finde, es ist eine neue Vision notwendig für Ballett. Man muss das Ballett so präsentieren und so durchführen, sodass die Leute lieben das und nicht, weil sie ein Muss erleben müssen. Also, liebe Simona, was ich da höre, ist genau das, was das Publikum sehen will. Ästhetik, aber auch Unterhaltung und an die Seele der Menschen gehende Kunst. Nicht abstrakt und dass die Menschen vertrieben werden aus dem Publikum, sondern dass sie angezogen werden. Meine Damen und Herren, und deshalb tanze ich kein Pas de Deux mit dieser Weltkünstlerin, dass das nicht verloren geht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Sie haben jetzt eine der größten Balletttänzerinnen unserer Zeit kennengelernt. Danke vielmals.